So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier immer noch zahlreiche Fragen bei Instagram offen. Wenn mir bei Insta noch nicht folgt und gerne auch eine Frage fürs Q&A stellen will, entweder hier in den Kommentaren oder aber, wenn ich es ankündige, in den Instagram Stories bei Instagram. Und dementsprechend legen wir jetzt los. Viel Spaß beim neuen Video. Ab geht's. Herr, erste direkt kritische Frage hier vom Momimo. Warum liest du keine Direktnachrichten? Und er fragt auch, warum repostest du keine Stories deiner treuen Fans? Das tut mir leid, wenn ich was übersehen habe. Ab und zu poste ich die, manchmal auch nicht, das stimmt. Ich gucke nicht so mega viel in die Instagram-Fragen oder, nee, wie heißt das, Privatnachrichten, Direct Messages rein, weil ich einfach zu viele mittlerweile bekomme und habe dann irgendwie auch nicht mehr so den Überblick drüber. Aber dementsprechend der Hinweis an dieser Stelle, Telegram-Gruppe gerne mal reingucken. Die 3NotsMeToo-Talk-Gruppe bei Telegram verlinke ich unterhalb des Videos. Da können wir auch über weitere Fragen diskutieren und so stellen, weil das... Was mir dabei immer ein bisschen, ja, ich finde es immer Käse, wenn ich Fragen per Instagram gestellt bekomme in einer Direktmessage. Das bedeutet, ich beantworte die und dann weiß es einer, der gefragt hat. Deswegen finde ich sowas hier in den Videos, im Q&A, viel besser aufgehoben. Oder aber auch zusätzlich noch bei Telegram. Finde ich das ganz sinnvoll. Und Telegram-Gruppe irgendwas über 200 Follower mittlerweile. Also kommt auch gut an bei euch. Und ich denke, da ist noch ganz großes Potenzial nach oben. Oh, ganz, ganz spannende Frage hier vom Guido Max. Ich habe Tire Fit an meiner Felge. Wie bekomme ich das am besten ab? Und das ist so ein Ding, ich bin kein Freund von diesen komischen, ja, Flicksets, Reparatursets, gerade wenn du einen Platten hast. Ne, wer das nicht kennt, man hat kurz einen Platten, irgendwo einen Reifen, einen Nagel reingefahren oder sonst was passiert. Und dann gehst du hin, nimmst dieses Tire Fit Set, was mittlerweile bei vielen Herstellern direkt im Kofferraum anstelle eines Ersatzrades dabei ist. Nebenbei gesagt, es ist beides keine gesetzliche Pflicht. Ich habe gar nichts im Kofferraum, ich habe kein Tire Fit im Kofferraum und ich habe auch keinen Ersatzrad im Kofferraum. Wenn irgendwas passiert, rufe ich halt einen Kollegen an, der muss mir halt eine Felge vorbeibringen, Winterfelgen vorbeibringen, dann mache ich die drauf oder mich irgendwie auf dem Anhänger abschleppen oder sonst was. Aber ein Tire Fit kommt bei mir nicht an die Felgen, genau wegen diesem Problem vom Guido hier, der das nämlich jetzt an seiner Felge hat. Okay. Nachträglich ist sowas natürlich immer leicht gesagt. Wie bekommt er das ab? Die Frage ist, aus welchem Material besteht dieses Tire-Fit-Zeug eigentlich? Weiß das einer von euch? Weil in der Chemie sagt man ja, man behandelt immer Gleiches mit Gleichem. Heißt, du hast jetzt irgendwie ein alkalisches Produkt, irgendwas, was eine alkalische Basis hat, würdest du auch hingehen und nimmst einen alkalischen Reiniger, wie zum Beispiel ein Koschemil Green Star. Sehr stark alkalisch. Dementsprechend ist das jetzt viel ins Blaue hinein. Also ich würde erstmal irgendwie versuchen, der Reifen muss ja runter und wenn du dann die nackte Felge hast, versuchen irgendwie, kriegt man das vielleicht mit dem Hochdruckreiniger runtergeballert? Keine Ahnung, also ich habe damit keine Erfahrung. Ansonsten, wenn das kleine Fitzelreste und sowas sind, würde ich mich, genauso wie ich es gerade gesagt habe, versuchen irgendwie zu informieren, was ist das für ein Material und dann nehme ich was aus dem gleichen, ja, wäre es das pH-Wertbereich, das wäre schon mal wichtig. Wenn es jetzt zum Beispiel alkalisch ist, würde ich in die Richtung von einem Green Star gehen. Das macht Sinn. Ansonsten, wenn es das Gegenteil ist, dann musst du natürlich irgendwo im säurehaltigen Bereich gucken und da was machen. Ansonsten vielleicht noch mit der Bürste dran gehen. Wir hatten im letzten Q&A darüber gesprochen. Es gibt ja neben händischer Bürste auch hier die Dual Brushes, hier diese Klobürstenaufsätze für den Akkuschrauber. Vielleicht kommt man damit voran. Ansonsten mit dem Kunststoffspachtel irgendwie oder ich hatte letztens beim Aufräumen in der Hand, wo ist er? Ich weiß es nicht. Die Felgenradierer, die werdet ihr kennen, wenn man Felgengewichte gelöst hat und dann sind die Gummiklebestreifen, die Reste dran, dass man damit hingeht und die entfernt. Vielleicht funktioniert das damit. Ansonsten, wer damit Erfahrung hat. Ja, es schreiben mir immer wieder zahlreiche Leute von euch, zum Beispiel hier der Thiago 179, Meinung zu den Produkten von AHIM6 oder Klein Heino. Heino, moin. Hast du Erfahrung, wo ist Hannelore? Haha. Hast du Erfahrung mit Pro Nano aus Holland gemacht und auch noch andere Hersteller, die habe ich im Leben noch nicht gehört. Das klingt für mich nach Private Labeling. Darüber haben wir auch im letzten Q&A schon gesprochen. Das kann jetzt gut sein, das muss nicht gut sein, das muss aber auch nicht schlecht sein, keine Frage. Ich kann nichts zu sagen. Also ich bin auch nicht der Freund davon, oh, das ist ein neuer Hersteller, in Anführungsstrichen neuer Hersteller. In der Regel ist es halt irgendwie ein neues Private Label, das von irgendeiner Chemiebude abgefüllt ist. Muss nicht unbedingt negativ sein, wie gerade gesagt. Und ich bin dann derjenige, der es dann irgendwie testet und dann merkst du, ist doch nicht so materialverträglich, weil Materialverträglichkeit ist in der Entwicklung
eines der teuersten, was du überhaupt benötigst. Und das ist halt ein grundlegendes Problem. Deswegen finde ich die Entwicklung im Autopflegemarkt, wo gerade jeder irgendwie der Tuner ist, der einen YouTube-Kanal hat, whatever, gar nicht so gut, dass da so viele Leute gerade auf den Markt gehen und versuchen, sich mit einer neuen Marke irgendwie zu etablieren. Ich will das kein madig reden oder sonst was. Ich gönne den Erfolg jedem, keine Frage. Nur dann, wenn es wirklich gute Produkte sind. Aber schreibt mal eure Kommentare unten rein, wie ihr das findet. Gruß nach Kölle geht raus, hier an den Detailing Bling. Reicht ein Pad, Cutting Pad, zum Polieren von einem Kombi aus? Gruß aus Kölle. Gruß nach Kölle geht zurück. Also ein Cutting Pad, ein sehr, sehr starkes. Wäre jetzt beispielsweise von Sonax hier dieses rote, und wie man sehen kann, guck mal, wie lange das dauert, bis das wieder nach oben kommt. Das ist ein sehr, sehr starkes Pad, das wirklich sehr, sehr abrasiv ist. Noch wichtiger als diese Stauchhärte, die man so bezeichnet, ist das hier. Merkt ihr? Das ist wirklich ein ganz, ganz starkes Pad, weil, wenn man das vergleicht mit einem nicht so harten Pad, das sieht man hier, ne? Das erholt sich deutlich schneller und... Merkt ihr das? Nochmal der Unterschied. Ne, ist deutlich weicher. Ja, dementsprechend mit einem Pad ein ganzes Fahrzeug würde ich nicht machen. Nein, definitiv nicht. Gerade schon mal kein Kombi. Also eine kleine Ape, die jetzt hier in der Ecke vom Kollegen steht. Oder ein kleiner Kleinwagen, ein Smart sowas. Yo, aber kein Kombi. Das würde ich echt nicht machen. Also 2, 3 Pads von jeder Härte. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja. Oh, spannende Frage hier vom Black S55. Kommt ein neuer Wascheimer von dir? Hattest du es in einem deiner Videos angedeutet? Und ja, einige von euch werden kennen. Standard Gridguard-Eimer, schön mit Aufkleber hier drauf. Und ja, ich bin da an was dran. Ich bin da an was dran, was zu machen. Also generell, ich hätte ja Möglichkeiten, sind schwierig umzusetzen, aber ich habe so viele geile Ideen. Es ist bislang noch kein Schwein hingegangen und hat den Eimer für die Autowäsche richtig revolutioniert. Und ich würde es gerne machen, aber das kostet hunderttausende Euro. Das sogenannte Tooling, das heißt so ein spezielles Gerät, eine spezielle Pressform, um aus Kunststoff so einen Eimer zu gießen und dann zu pressen, das ist richtig teuer. Das ist das grundlegende Problem. Weil was würde ich beispielsweise machen? Es hat sich noch keiner Gedanken darüber gemacht. Die 2 Eimer... Warum sind die immer rund? Damit fängt es schon an. Ich würde die Eimer nicht rund machen. Ich würde das in einem viereckigen Eimer machen, wie von Koch Chemie den Eimer. Ne, ich habe gar keinen hier stehen, die es früher gab. Und zack, wäre ungefähr in dieser Größe, vielleicht ein bisschen schmaler und dann quadratisch, rechteckig. Ne? Wenn man sich das vorstellt, wäre das hier so der Bereich. In der Mitte wäre eine Trennung, wäre Trennung zwischen Frischwasser und Shampoo-Wasser. Und integriert hätte man direkt ein Washboard und genauso auch ein Gridguard in einer geilen Variante unten. Noch ein bisschen dichter, dichtmaschiger. So, und dann einen großen Henkel, aber links und rechts einen, also quasi so und so einen, damit man den in der Mitte tragen. Ich habe zahlreiche Ideen dafür, was man da machen könnte. Dann auch verschiedene Halterungen in dem Eimer, die nicht stören beim Waschen, wäre eine geile Idee. Aber wo man halt hingehen kann, was ablegen kann, zum Beispiel den Pinsel reinsteckt, so zum Beispiel den Waschhandschuh, damit er nicht hier drüber liegt und Gefahr läuft runterzufallen. Oder aber man geht hin und macht eine Halterung rein für Flaschen zum Beispiel, damit die im Auto nicht hin und her böllern. Leute, ich habe so viele Ideen mit so vielen Herstellern und Produzenten dann auch schon gesprochen und alles. Das Budget ist halt wirklich das grundlegende Problem. Weil wenn du wirklich sagst, du willst jetzt einen eigenen Eimer, das ist echt teuer. Ne? Also es wird keine Revolution, was ich da gerade aktuell im Kopf habe, aber es wird was, was ihr so noch nicht kennt. Das sage ich mal so. Auch wieder so eine ewige Frage hier vom Ewe Markus. Hast du einen guten Tipp zu einem Polier-Starter-Set? Ja, natürlich. Wir haben ja gerade eben schon die Polierpads gesehen. Das sind die hier von Sonax. In der roten, harten und kratzigen Variante, sag ich mal so, also ein Cutting Pad und die gelbe Variante. Genauso dazu, ne, denkt immer an diese Farbkonstellation, rot-gelb und dazu dann auch die Polituren. Die haben sich halt was dabei gedacht, die Leute. Passt das jetzt? Links ist rot-gelb, genau. Ne, seht ihr hier, die Exzenter-Polituren sind diese beiden. Zack. Mit gelber Schrift und mit roter Schrift, so weißt du, wie du sie zu verwenden hast. Und das sind wirklich die, wie ich finde, auf dem Markt aktuell mit Abstand die besten Polituren,
weil da ein spezielles Schleifkorn drin ist, was auch ganz ideal zerfällt und sie stauben fast nicht. Und das wusste ich auch nicht. Das ist so geil. Also ich bin ja faul, ne? Bin ja grundlegend faul, stehe ich auch zu. Ich suche mir immer den möglichst einfachen Weg. Und der einfachste Weg ist, beim Polieren nicht abzukleben. Weil wenn du ordentlich abklebst, bist du ja damit allein schon mal einige Minuten bis eine Stunde bestimmt beschäftigt, je nach Fahrzeug. So, und was kann sich ein Hersteller jetzt denken? Sind wir wieder auch so bei diesem Eimer, dieser Eimer-Idee, um das attraktiver zu machen. Man schafft es, eine Politur herzustellen, wo es scheißegal ist, auf Deutsch gesagt, wenn du mit der Poliermaschine, mit dem Poliermittel auf Kunststoff kommst. Und das hat Sonax hiermit geschafft. Du kannst damit über Kunststoff gehen. Ich glaube, das ist noch nicht mal so richtig offiziell, aber der Spaltenmischer, Grüße gehen raus, der hat mir das gezeigt. Und der hat da auf Kunststoff draufgehalten und passiert nichts. Also wozu abkleben? Wozu abkleben? Das so nebenbei, kleiner Funfact. Ja, ansonsten Poliermaschine braucht man natürlich auch noch dazu. Da sage ich ganz klar, hier die Polish H15, genau so ist es, diese hier. Die ist wirklich für einen fairen Kurs zu haben. Gute Poliermaschine. Wenn es natürlich besser sein soll, in die richtige, ich sag mal, Profi-Poliermaschinen geht, da liegst du aber auch, für die liegst du irgendwas 100, 120 Euro so um den Dreh, 130 Euro glaube ich hin. Für eine Profi-Maschine von Rupes oder Flex, da legst du direkt mal 300, 450 Euro in den Bereich hin. Wenn du natürlich sagst, jo, du willst das häufiger machen und investierst da auch gerne ein bisschen, dann ist das der richtige Weg. Nächste Frage hier vom Finn029, gerade aktuelle Codes, die man nutzen kann. Leute, Amazon-Links sind immer unterhalb drin, wenn ich Angebote sehe oder sonstiges. Letztens war, ich glaube, das Sonax Richform war letztens im Angebot. Genau, das war spottbillig. Ein Liter irgendwie 6 Euro 90, 6,20 Euro. Ich weiß nicht mehr genau. Habe ich bei Instagram gepostet. Wenn ich sowas mitkriege, da auf jeden Fall folgen, klar. Genauso wie auch in der Telegram-Gruppe, da können wir sowas auch posten. Und ansonsten, Waschhelden ist mein Partnershop. Da gibt es immer 10% Rabatt aufs Sortiment. Code 83MeToo, den können wir immer verwenden. Schöne Fragen hier aus, immer wieder aus dem Lederbereich von Maxi heute. Wie reinigt man sein Lenkrad? Klammern fettig. Wie wird es wieder matt? Ganz klar, Lederreinigung. Nehme ich zum Beispiel hier Color Lock, wenn es Glattleder ist. Reinigungspflegeset. Und da hast du zwei Sachen drin. Du hast einmal, na, Handy weg, einen Reiniger drin. Der ist sehr, sehr gut. Der schäumt ordentlich auf. Ne, Glattlederreiniger in der milden Variante. Dieses ganze Set gibt es auch in der starken Variante, sodass du dann hingehen kannst und bei einer richtig, richtig starken Verschmutzung nach Jahren irgendwie das erste Mal das Leder gereinigt, dann ist der starke sinnvoller. Und danach musst du halt hingehen und das Ganze mit dem Lederprotektor auch noch wieder schützen. Weil wenn die Poren vom Leder etc. komplett geöffnet sind, muss da auf jeden Fall auch ein Schutz drauf. Und dieses Set, das kannst du genauso gut auch für die Ledersitze benutzen. Das funktioniert problemlos, benutze ich schon etliche Jahre. So, nächste Frage vom P. Schneider. Ich glaube, Paul oder Pascal heißt da. Grüß dich. Mach mal eine Autowäsche nur mit Swiss Wax. Boah, das wäre eine teure Nummer. Ich habe einige Sachen da von Swiss Wax. Die habe ich damals von einem Kollegen günstig gekauft. Wheel, ne, Felgenreiniger, Konzentrat müsste das, glaube ich, sogar sein. Wheel Cleaner Concentrate, genau. Was habe ich denn sonst noch von denen? Ich habe halt viele Versiegelungen, Schrägstrich, Wachse von denen. Shampoo-mäßig, ich glaube, das habe ich gar nicht mehr. Ich habe auch nicht mehr deren Detailer, Schrägstrich, Sprühversiegelung. Ich könnte ja mal gucken, aber für ein Video die Dinger alle kaufen, das wären halt locker mal 500 Euro, würde ich schätzen. Also das ist halt eine echt andere Hausnummer, Swiss Wax, ne? Und also ich sag ganz ehrlich, ich glaube, der Felgenreiniger, der kostet irgendwie 50, 70 Euro. Okay, ist ein Konzentrat. Also nee, würde ich, nein. Ich habe es nur gemacht, weil ich es damals mal ausprobieren wollte, tauschen wollte. Würde ich nicht machen. Auf der anderen Seite, so ein Swiss Wax Autobahn, ein Felgenwachs. Oh, Leute. Wenn ihr das noch nie gerochen habt. Ey, ohne Scheiß, das ist das Geilste, was es gibt. Das hier in einem Duftbaum, Hammer. Das wäre so mein Traum. Als nächstes noch eine kleine Anmerkung vom Turbo 8N. Keine Frage, aber vor deiner Garage geht jeder, vor deiner Garage, du meinst vor den Regalen, geht jeder gut sortierte Baumarkt in die Knie. Ja, also das ist ja schon mal der grundlegende Unterschied. Die meisten Sachen, die es hier gibt, gibt es ja nicht im Baumarkt. Was findet man hier im Baumarkt? Ein paar von den Sonax-Sachen, ich sag mal so, die Standard-Sonax-Sachen kriegst du im Baumarkt. Aber jetzt, wenn es in die Profi-Line geht, glaube ich, kriegst du noch nicht mal im Baumarkt. Ein paar Dr. Wack-Sachen wird es noch im Baumarkt kriegen. McGuire's im Baumarkt in Deutschland, glaube ich, nicht. Ja, und das war es ja eigentlich schon, ne?
Also eigentlich nur Sonax und Dr. Wack, was man so im Baumarkt bekommt. Die anderen Sachen sind halt wirklich gerade so Menzerna oder die Profiline Polituren oder auch Petzold. Das kriegst du halt nicht. Oder gerade ein Giant und alles, das kriegst du halt nicht im Baumarkt. Aber egal. Ja, in diesem Sinne, meine Freunde, das war das zweite Q&A. Ich werde noch ein drittes machen, weil die Fragen einfach nicht enden. Ihr seid der absolute Hammer. Daumen hoch dafür. Vielen Dank. Und haut rein. Abonnieren nicht vergessen. Schreibt eure nächste Frage gerne in die Kommentare. Bei Instagram natürlich auch wieder aufpassen. Da hole ich dann die Fragen wieder. Oder da starte ich die Fragenaktion. Bis zum nächsten und ciao.